Kevin Stutz, wir haben heute 2:1 verloren. In den letzten Sekunden kann man sagen, wir hatten vorher viele Chancen, haben den Ausgleich gemacht. Wie hast du es heute erlebt? Ja, super Leistung von unserer Mannschaft. Wenn man wieder bedenkt, dass vier Spieler, wichtige Spieler gefehlt haben. Trotzdem haben wir das wieder kompensiert, haben eine super Leistung gezeigt. Drängen auf das 1-0 in der zweiten Halbzeit, kriegen dann leider nach einer Riesenchance für uns im Gegenzug das Gegentor. Trotzdem haben wir es nicht aufgegeben, haben den Ausgleich gemacht, haben danach noch den Pfostenschuss. Also wir haben alles reingeworfen, was ging. Hätten uns heute belohnen können oder auch müssen, hätten mindestens den Punkt verdient gehabt. Und das ist leider schon ein paar Mal so gewesen, dass wir ganz nah dran waren. Hätten es uns, wie gesagt, einfach verdient gehabt. Deswegen ist es extrem bitter für die Mannschaft, weil die sich wirklich reingehauen hat bis zum Schluss und leider heute nichts dabei rauskam. Wie siehst du die Lage in der Liga jetzt generell? Es bleiben jetzt noch zwei Spiele für uns. Wird nicht einfach, zweimal noch gegen Mainz. Wie sieht es aus bei uns? Ich weiß es auch nicht, die anderen Partien, aber ist auch egal. Wir haben ja so oder so gesagt, wir gucken auf uns, wollen mitnehmen, was noch geht von den Punkten. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, wollen die positiv gestalten, so gut wie es geht. Und natürlich haben wir dann noch unser großes Finale, wo wir uns alle drauf freuen und versuchen natürlich, das dann auch zu gewinnen.